Heidi ho, meine Lieben, ich bin's wieder, euer G-Man, und ich hab vergessen, wartet kurz, unten das Spiel einzustellen im Stream. Ist immer noch Black Mesa von vorhin drin. Wartet kurz. Ist auch Black Screen im Hintergrund. So, schön umgestellt. Ja, Lars geht auf Tuchfühlung. Hi, mein Süßer. Freut er sich. Nee, wir zocken natürlich Vulkanoids weiter. Lasi ist am Start, der David auch. Der Jusen ist noch mit im Discord. Yo! Aber zockt nicht mit. Und ja, wir gucken mal, wie wir heute weiterkommen. Vielleicht sterben wir heute ja mal ein paar Mal weniger. Und ich reg mich zweimal weniger auf. Mal gucken. Und wenn irgendwas mit Bild und Ton nicht stimmt, sagt auf jeden Fall gerne im Chat Bescheid. Und auf jeden Fall nochmal danke für den Follow, den ich vorhin irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen habe. Und irgendwie wird da auch im Chat nicht angezeigt, oder? Wird der nochmal. Nee, wird da normalerweise nicht. Ist ja auch egal. So, super. Dann legen wir mal los. Guck auch mal nebenbei auf dem Handy, Jusen, sonst, oder wer noch mit drin ist, sagt mal Bescheid, wenn irgendwie der zu dunkel ist oder so. Nee, also Helligkeit passt. Ja? Man sieht alles. Gut. Ist zu dunkel. Na, ich hab's ja schon mal umgestellt. Ich hab's ja bei Black Mesa vorhin genauso gelassen. Das fand's gut. Man setzt die Sonnenbrille ab. Ganz ja, genau. Immer dieser Stevie Wonder Verschnitt hier. Die Soundeffekte sind scheiße. Wonder, die Sonnenbrille mit dem Fellschlüppi, mit der Aussparung, extra für David. Ja. So, Leute. Ich kann nur Praktikum. Was ist der Plan? Wir sind immer noch an derselben Stelle, die sind wieder nachgespawnt. Wir brauchen noch ein Hydraulikmodul. Aha. Quatsch, oder Hydraulikbrette. Irgendwie so ein Hydrauliktyp-Teil. Das bräuchten wir noch. Deswegen, wir sind wie gesagt immer noch an derselben Stelle, die sind wieder nachgespawnt. Wir könnten ja versuchen mit unserem neuen Gewehr, ob wir da auf Abstand vielleicht ein bisschen mehr reißen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Granaten ein, dass wir das Ding da wegbomben. Okay, können. Granaten ist auf jeden Fall noch eine Idee. Alles andere habe ich schon dabei, David. Ich habe eine Reserverüstung bei, ich habe eine volle Rüstung an, ich habe Heilkram bei, ich habe die Waffen bei und habe Munition bei. Und ich habe oben das letzte Mal, kann ich mich nur daran erinnern, im Munitionsschrank, wenn er hochkommt, ist noch Munition für euch drin. Also zumindest, was ich letztes Mal noch hergestellt habe. Oh, ich habe eine Rüstung. Da musst du hochgucken. Oben im Munitionsschrank müsste noch eine Rüstung liegen. Dann kannst du dir noch eine extra ins Inventar packen. Wenn deine kaputt ist und du dich zurückgezogen hast und merkst, du hast kurz Zeit, dann ziehst du halt einfach nochmal eine drüber. Genau, nimm durch Heilung mit. Genau. Die Munition. Oh, ich habe 25 für das Gewehr. Ich habe jetzt persönlich 48 für die Shoddy, 43 für die Gewehr und 58 für den Colt. Da ist mein Inventar war schon ganz schön voll, da lese ich schon meine Munition. Warum habe ich nicht eigentlich die Gewehr? Hab jetzt, warte mal, mit der Picke und allem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 Slots voll schon. Aber das ist ja nicht schlimm, hab ja noch dreimal so, nee, zweimal so. Kann man denn sowas wie einen Rucksack bei euch craften, dass man ein bisschen mehr Staubfläche hat? Naja, nee. Irgendwann ist voll. Ich hab auch 10-mal Reparatursatz dabei. Ich gehe mal stark von ausjusen, weil Kupferrüstung und Kupferwaffen sind eher so die Anfangssachen. Kupfer, sag ich mal. Denkt man, dass da vielleicht noch was Höheres kommt. Titan. Aber Gold. Diamant. Sagen? Aber kann ich mal Eiswaffen. Warte mal. Eis? Toll, kommt irgendein Feuergegner tot. Nee, ist alles großteils. Nein, die dringt eine nicht und dann schmilzt sie. Und dadurch kann sie nicht nachgewiesen werden, weil da nur noch Wasser drin ist, durch was du nicht durch was du getötet hast. Okay, sowas meinst du. Okay. Ja. Na gut, wenn ihr alle ausgerüstet seid, Granaten herstellen müsste man noch, wa? Ich habe ein paar noch hergestellt, aber wir brauchen irgendwie noch Schwarzkörper neu. Beim Munition war Rüstung drin, die bei Waffen war. Schwarzkörper bin ich schon am Herstellen. Ja, aber sollten wir auch mal herstellen und nicht erst die anderen Sachen. Brauchen wir jetzt Schwarzpulver. Naja, aber nee, wir müssen Schwefel herstellen und Schwarzpulver, wir haben gerade 60-60 oder so. Also wir haben noch ein bisschen Schwarzpulver da, es sind Granaten im Basteln. Die 5 Stück kannst du dir auf jeden Fall noch rausnehmen.
Weil die sind halt schon, ja, ich sag mal, relativ teuer. Schwarzpulver. Überlagert sind sie. Aber hier sind schon Granaten drin, hier ist auch noch eine Rüstung drin, oder hast du hier dein Inventar leer, David? Heilkram ist hier drin. Ich hab nochmal alles hergestellt. Okay. Das war halt, auch wenn wir drauf gehen, das war vielleicht uns nochmal verteilen. Okay. Wie war das nochmal mit einer nehmen? Wie einer nehmen? Rechtsklick. Rechtsklick. Und wenn du 10er Schritte machen willst, musst du dabei Shift gedrückt halten. Aber wenn ich Rechtsklick mache, nehme ich trotzdem alle drei Rüstungen. Also. Achso, aus der Kiste glaube ich schon, aber nicht aus den anderen Dingern. Nee. So. Wenn ich Shift gedrückt halte und Rechtsklick mache, nehme ich eine. Und so nehme ich auch eine Rechtsklick. Stimmt, Rechtsklick nehme ich auch eine raus. Ah, jetzt hat es funktioniert. Okay, Alter, mit Shift zusammen. Okay, Alter. Weil nur Rechtsklick hat mich. Okay, das ist ja bei den anderen. Ich kann auch nur Rechtsklick machen. Aber ist ja egal. Ja, obwohl, manchmal fliegt doch der ganze Staffel rüber. Da weiß ich nicht, warum das so ist. Nee, bei mir geht's mit nur Rechtsklick nicht. Meine Maus ist anders. Na gut, Leute, wir haben nur 18 Minuten. Habt ihr alle alles? Das ist ein Mäuschen. Ja, ich würde dann sagen, wir gucken noch mal kurz raus. Ist hier nichts? Dann würde ich schon mal auftauchen. Dauert ja auch noch einen Moment und Lars ist hoffentlich bis dahin fertig. Hab ohne Stiefel lesen. Aber komisch, bei Black Mesa hatte ich so ein paar Fehlframes, sag ich mal, im Stream. Jetzt habe ich sie nicht mehr. Oder lag's generell vielleicht am Internet? Ist ja bei Black Mesa dann auch abgeschmiert. Das hat ja dann erst eine Minute später mitbekommen, aber ich habe nicht groß weiter gespielt. Wir sind genau an der Stelle, wo ich da alle abgeballert habe, wo die Rakete in der Mitte hochkommt und ich habe da auch noch nicht einen Knopf gedrückt oder so. Da können wir dann auch beim nächsten Mal gerne weiterspielen, Black Mesa. Und ja, dann gucken wir mal. So, Lars, bist du ready? Ich geh nochmal ein Stückchen. Oh nein! David hat gerade eine Granate unsere Wand weggesprengt. Schön, ach, David. Mann. Dann reparier das mal bitte. Bevor wir gehen. Ah, da gibt's ein Problem. Ich hab unsere Bergbank kaputt gemacht. Hey. Aber ist doch repariert. Wir haben doch oben noch Bergbänke, David. Warte mal, ich gucke mal. Ja, ah, okay, dann ist die gute Bergbank nicht. Ach ja. Diese Spitzen nur hier drin mit Granaten. Ich krieg auf den Sack, wenn ich hier irgendjemand die Klöten wegschieße. Und. Nee, ich hab jetzt. Soll ich trotzdem eine normale Werkbank da hinstellen? Muss man die denn erst upgraden? David? Normale Werkbank? Du kannst auch eine normale hinstellen. So, da steht der, ne? Nee, ich hatte den. Was denn? Ich hatte den Schraubenschlüssel in der Hand und wollte den aus der Hand nehmen, dass ich die Tür aufmachen kann. Jetzt hast du die Tür abge... Nee, da ist sie doch. Nee, die Tür ist da. Gut. Und hab aber anstatt auf die gleiche Zahl, weil du nimmst ja die aus der Hand, hab ich die Granaten gedrückt. Achso. Ich wollte die Tür öffnen mit Klicken und dann hab ich instant die Granate geworfen. Ach, schön. Wenn ich wiederkomme, haben wir keine Raumschiff mehr, ne? Wir brauchen nur eine Ersatzwand. Haben wir oben keine Wände mehr? Oh, ich sehe die kleinen Pimmelpansen. Hallihallo, hallöle. Na, lass uns halt mal diesmal wieder gemeinsam reingehen. Turmmodul? Ja, kannst du auch sowas reinbauen? Mach erst ein Turmmodul? Nee. Doch, ein Turmmodul, haben wir noch eins? Ja, hier. Und raus damit. Und los. Ich hab, glaube ich, unseren Turm auch gekillt. Ja, hier stand der Turm. Na, dann passt das doch. Schraubenschlüssel in die Hand angucken, setzen. Achso, du hast den jetzt nicht mitgenommen. Ich hab gedacht, du hast da eingestellt. Nein. Zeitdruck. Du warst doch der Letzte dran, aber okay, das wusstest du nicht. Ich wusste nicht in welcher Kiste. Du standest an der Kiste. Achso, ne, da hab ich nicht hingekriegt. Nee, ich hab mich verlesen. Türmodul. Achso, dann hängt ja eine Tür hin, dann können wir auch eine Doppeltür machen. Wir können das Ding ja jederzeit abreißen. Okay. Schraubenschlüssel in die Hand und die Wand angucken. Muss ich das vorher noch anklicken oder so? Okay. Ah, okay, wir brauchen eventuell vorher wirklich eine Wand. Ah, okay, dann kann man das nicht mit ohne finden. Schade, tut mir leid. Dann habe ich mich da vertan. Wie gesagt, hier genau in dem war sonst was drin. Ich pack das mal zurück. So, nee, dann. Brauchen wir noch was drin? Oh, Tür ist dran. Mann, das ärgert mich mit der Granate. Das war eine teure Werkbank.
Naja, dann müssen wir halt nochmal eine teure machen. Das wird's genau. Okay. Wo seid ihr? Da vorne. Ich komme euch hinterher. Ich sehe da einen ganz weit in der Ferne. Ja, ich knall hier schon die ersten. Ferne. Die kleinen, süßen. Schnurzels. Einen Konverter hast du gesucht? Nee, wa? Nee, aber die sind auch gut. Gut. Ich bin bei okay, Lars. Noch einer. Wo ist hier. David? Hier vorne nicht. Kann da einer vorne. Den auch? Okay, ich nehme den auf, den Konverter. Nee. Da ist einer dran und noch. Wo? Oder? Ist er jetzt weg? Nee, hast du den genommen? Nee, hier ist doch nichts. Okay. Ich kann das nicht anklicken. Echt? Ich habe ihn auch nicht eingesteckt. Ach, den hat er automatisch einen. Okay, Alter. Das Decken kann er nicht. Vorbereitet. Kommst du, Lars? Warte, David. Ja. Ich bin hinter dir. So, weiter, David. Komm, Truppführer, Attacke voraus, wir sind hinter dir. Ich glaube, die haben sich schon verpisst. Jo, aber die kommen wieder. In ein paar Minuten kommen die wieder. Können wir hier erstmal woanders langlaufen aus der Ecke? Nee, cool. Wenn du auf der Map guckst, wir könnten unten einmal langlaufen. Zum Gegner durchschippt, der ist unten bei. Oh Gott, der ist bei uns unten. Oh fuck. Ey, da muss ja passiert sein, wo wir gerade losgelaufen sind. Also ja, ich vielleicht. Als letzter. Rechts, oder? Nee, links. Sieht alles so gleich aus. Hier vorne rechts muss das eigentlich sein. Lars? Was? Warten. Komm bitte in unsere Richtung. Passen. Ja, nee, hä? Hier ist ja. Nicht mehr. Ich habe gerade geguckt, ob bei uns einer aufgetaucht ist. Ja, okay. Bei uns sind nämlich auch komische Bilder. Ja, ich komme. Ich komme. Ja, jetzt wird er mir viel weiter unten angezeigt. Hä, ist ja komisch. Ist nichts weiter. Nix weiter da. Ist hier Lava? Oder warum ist das so? Hier komme ich auch mal durch. Wo bin ich jetzt? Mal gucken, wo komme ich denn hinten raus? 700 Meter, aber das wieder drüben auf der anderen Seite. Hm, bei mir sind es nur 650, aber ich komme da auch, glaube ich, nicht weiter in die Richtung. Da kommen wir nicht hin, weil da ist ja die Wand. Aber vielleicht taucht ein anderes bei uns gleich auf. Ja, ich denke, dass ich wieder zurücklaufe. Die geilen Typen, wenn die kommen, die zerstören uns bloß, da verpissen wir uns mal lieber. Ja. Du meinst, hier taucht ein neuer drauf, oder was? Ich bin da jetzt, wo das andere war. Nee, da ist beste Taktik ist, glaube ich, wirklich, wenn wir zu dritt versuchen, da reinzurennen, weil nicht jeder Turm kann. Seid ihr wieder bei uns an der Base? Geil, ihr lauft mir alle hinterher. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass ihr mir... Okay. Gehen wir erstmal zurück, jetzt, oder was? Jetzt. Weiß ich doch, Jungs, wir sind heute total planlos. Nehmen wir uns einfach die Planlosen. Deswegen ist ja mein Spitzname Peiler auch ganz gut. Entweder Peiler oder Verpeiler. Verpeilter Planloser. Nee. Wenn denn verpeilter Peiler. Und Peilerus ist nicht mehr schon so schön, oder? Das ist auch gut. Gizilla ist auch cool. Jetzt ist es da. Hast du gut jetzt gemacht, wird auf der Karte angezeigt. Jetzt wieder zurück. Jetzt zurück. Oh, naja, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen Abstand halten, dass die spawnen, sage ich mal. Die besten Spitznamen hast immer du gemacht, Jusen. Danke dir. Du bist da einfach in dem Thema auf jeden Fall nochmal ein Stückchen kreativer als Dicke. Aber jeder hat seine Schwächen und Stärken. So, am besten zusammen loslaufen, sich vor der Tür treffen, die Tür platt machen und wenn wir drinnen sind, müssen wir sofort alle... Hat einer eigentlich die Granate eingesteckt? Ja. Gut. Alle Türme von innen. Gut. Dann also, versuchen wir erstmal von hier zu schießen oder gleich ran? Bis jetzt ist nichts da. Wir könnten den Turm halt erstmal nackig machen. Schießt du auf uns, wenn wir drauf schießen jetzt? Nein, ich habe Angst, dass wir hier hinten jetzt anfangen wieder zu schießen, dass die abhauen.
Aber die kommen doch alle. Da rechts sind Dinger, da links kommen die anderen. Sowieso. Von links kommen die anderen schon, genau. Ich schieße jetzt auf den Turm. Das ist jetzt meine Taktik. Nee, er schießt nicht zurück. Die schießen nicht. Komm. Oh ja, Headshot. Headshot. Ja, das war kein Headshot. Aber tot. Ah, der Turm schießt nicht zurück. Ich finde das mega. Ja, ich hab bloß Angst, dass die ihre Sachen packen und gleich abhauen. Ich will bloß den Turm platt machen, dass der an die Tür kommt. Ja, der Turm ist im Arsch. Wir können ran langsam. Hier vor. Oh, der eine Turm schießt schon auf mich. Oh fuck. Ey, was ist los? Da ist noch ein anderer Turm, pass auf. Ist da eine Tür bei dir? Ja. Boah, dieses Fliegeding ist ja nicht. Dann lass die Tür einhacken. Der Turm ist auch kaputt. So, von innen am besten gleich alle Türme. Der ist aus. Hier noch ein Turm. Ja, hier ist noch ein Turm. Schaffen wir es? Ich hoffe doch mal. Oh fuck. Stirb! Du machst die Türme, ich mach die Fabriken. Stirb! Alter, müssen wir auf jeden Fall gleich heilen. Unten kommen neue rein. Ah, okay, Alter. Da müssen, glaube ich, alle Türme weg sein, aber ich weiß nicht, was uns die ganze Zeit tasert. Ah, hier ist so ein Bobble. Hier, die Roboter tasern mich hier. Hier, jetzt ist er mal. Nee, hier sind auch so Bobbles an den Wänden. Ah, losgelassen. Oder so kleine Tesla-Spulen. Die waren penetrant. Jetzt sind aber alle weg, oder? Ja. Nice. Dickes Inventar. Ist hier noch irgendwo her? Ja, nö. Dann können wir ja mal so langsam looten. Ne? Ne, wir haben nur 6 Minuten. Ja, ich würde einfach die Wände wegreißen beim Looten. Ups. Alter, 6 Granaten. Das hat schon. Oh, passt auf, draußen ist ein Panzer, glaube ich. Ja. Der hupt auch oder was? Ich hab Granaten. Hallo Panzer. Ne, hier kommen wir nie raus. Ja, wo ist er denn? Oh fuck, stimmt, der schmeißt die ja gleich. Alex, Pilot war nicht bei mir gerade, weil ich wollte mal 2 Granaten reinwerfen. Ich hab ein paar Granaten reingeschmissen, ein bisschen was ist abgeplatzt. Ach, da ist noch so ein Scheißding. Und laden los und okay, das ist und okay. Pass mal. Okay, der Drohne ist glaube ich der Panzer sollte kein Problem sein. Na komm! Oh doch, der Schock kommt. Okay, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Nee, irgendwas von links kommt und schockt dich, glaube ich. Ja, okay. Ach, da oben, da ist da, hier ist die Bobble. Ja, die Bobble da, ne? Ja, wissen wir das jetzt auch mal. Die blaue Blubbel. Ah, shit, das ist immer noch hier. Los, hack die Wände und die Decken weg. Wir haben nur noch 5 Minuten. Sofort. Und looten können wir auch danach, wenn das Ding kaputt ist. Dann müssen wir eh ja, noch bauen. Ich schlage her, ich schlage. Foxy! Was geht? Ich hoffe, ich habe dich zu lange nicht gesehen im Chat. Okay, ich genau aus dem Schiff. Was ist da?
Fangen wir den nächsten Mal an. Ist das ein echtes Team oder ist das ein Computerteam? Das ist ein Computerteam. Ach so, ich dachte, da beißt sich jetzt jemand in eine Tastatur drin oder sowas. Nee, die Roboter sind ja. Es gibt, glaube ich, Server, da spielt man gegen. Alles zerstört. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nur Foxy nenne. Ich bin sehr ein Mensch für Kurzform von Namen. Fix und Foxy. Und du bist so, Fix, haben wir alle? Kann ich das hier auch kaputt machen? Nee, nee, das ist der Panzer, nicht. Der Rest. Den Rest habe ich schon mitgenommen. Wir können also nur, wenn du einen Marker bekommst, dann. Wir haben noch locker 3 Minuten, aber. Also 3, 25. Locker hat sich gut angehört. Aber lieber zu früh als zu spät. Wir lernen aus unseren Fehlern noch nicht. Laufgeschoss. Okay. Hat jemand von euch ein Dings bekommen? Was? Ein Teil, eine Hydraulik, irgendwas? Ein Konverter. Modifiziertes Kettenteil. Und sonst habe ich nur Muni, Schrott, ein paar Platten. Modifiziertes Kettenteil. Und ein Raffineriemodul. Ein zerstörtes Forschungsmodul, ein Türmodul, ein zerstörtes Raffineriemodul. So, sind alle drinne? Nein! Das ist schön. Ich merk das. 2 Minuten, wo bist du? Ja, Anne, warte doch mal mit, ich muss erstmal den Eingang finden. Kannst du nicht mal ein Türschild dran machen? Hier eingehen? Hier eingehen? Bums? Naja, hier eingehen? Achso, hier wurde große Loch ist, weil hier nichts mehr ist. Ah, weil der David uns das ja abgeschossen hat, ne? Achso, warte mal, soll ich mal gucken, ob ich jetzt anbauen kann? Vielleicht habe ich ja was. Ich habe schon wieder hergestellt. Ich habe gerade die Tür weggemacht. Jetzt baue ich gerade die Tür ein. Ey, wenn man hier die falsche Taste drückt, ist ja geil. Ja, ich habe gerade keine Tür mehr. So, sind alle ready? Mal sicherheitshalber runterfahren. Ich werde nur noch außerhalb des Flugzeugs. Wir sind hier drin, du kannst gerne runterfahren. Frage bis jetzt haben. Ja, ist schon vollkommen okay. Frage doch. Hast du wieder die falsche Taste drückst? Taste drückst? Okay. Ja, Atombombe! Die Tür. Seid ihr nicht um meinen Schrank? So, ich würde ganz kurz mal mein Paket holen, bin gleich wieder da. Ja, flitz mal zu deinem Nachbarn. Also zu dem anderen. Untermieterin. Willst du vielleicht nur noch den vollen Namen aussprechen? Nee, macht man nicht. Erzähl nicht, Lars. Erzähl nicht. Unter. Ach, uns hört ja eh keiner zu, also ist da ja. So! Freunde! Ach, scheiße, ist ja noch nicht verbunden. Munition herstellen wird jetzt lustig. Ja. Ich jetzt hier noch irgendwas drin, was ich dafür mitnehmen kann? Ja, die. Da haben wir welche.
Und an dem Ding kann man jetzt aber nicht die Gewehrmunition herstellen, okay? Also mit dem Gewehr wird es dann bald eng, wenn wir da nicht den besseren craften. Ach so, den wir zerstört hatte. Nur da Grobus noch 15. Obwohl das Gewehr ja eigentlich gut schießt, also. Das war schon nicht schlecht. Hab ich da nicht gerade 100 draufgepackt? Ah, okay, die hat er bestimmt noch nicht fertig hergestellt gehabt. Ja, dann müssen wir gleich mal noch die Werkbank verbessern, würde ich sagen. Achso. Das ist jetzt wieder abgebrochen. Du bist abgebrochen? Wer ist abgebrochen? Was ist denn an dir abgebrochen? Ist der jetzt ein Erdnückelchen? Ich bin heute Stänkerlaune. Merkt das schon. haben wir auch eine Kiste, wo wir kaputte Waffenteile oder sowas? Warte mal. Okay, das sind. Vielleicht hier? Nee. Ich hab's noch nicht raus. Ja, Kupferwaffenbestandteile habe ich. Aber irgendwie, bevor du mir wieder vollschimpfst, mache ich mir einfach eine neue Kiste. Ach, Pistolenmunition, Revolvermunition. Ich bin ja ein Arsch. Okay. Pistole haben wir ja noch gar nicht. Wir haben ja immer noch den Revolver. Bestimmt, da gibt es bestimmt so eine Art wie so eine so. Akarov oder so weiter. So eine schöne Knack-Knack-Knack. Meinst Sturmgewehr später. Aber es gibt auch noch eine Pistole zu dem Revolver als Handwaffe. Cool. Nochmal eine Frage. Alte Waffenbestandteile, Kupfer? Haben wir... Ich glaube, wir haben dafür keine Kiste, Digi. Musst du hier die oben nehmen, die okay. Leer ist oder so. Bin ich also der Einzige, der sagt, wie mache ich das Bild dahin? Aufs Bild gucken. Dann ist ein Rahmen drum und dann Und dann musst du das richtige Symbol in der richtigen Kategorie auswählen. Ah, okay. Ja? Ich muss das doch erstmal begreifen. Also. Ich gucke gerade. Okay. Das Paket war fast so groß wie ich und da waren 15 Kilo Sticker drauf. Hat sich auch so angefühlt. Ist das zusammengebaut komplett? Nee. Das wird morgen eine schöne Puzzlearbeit. Hast du frei oder was? Nö. Mhm. Du hast morgen frei? Wie kommst du denn? Dominik hat Urlaub die Woche gehabt. Und ich hatte noch einen freien Urlaubstag vom Wochenende. Und eigentlich wollte ich Montag den Tag nehmen, aber da war mein Kollege krank, deswegen ist er jetzt wieder da. Deswegen kann morgen. Bis morgen früh spielen. Es ist, Peiler, es wäre möglich, dass ich dir da ein schönes Bild hinzaubere, aber leider ist es nicht hier drinne. Oder ich kann es nicht, ich bin zu doof. Oder warte, du meintest mal. Kupferwaffenbestandteile. Ah. Kann doch sein, dass die in irgendeiner Kiste drin waren. Ich glaube, in der Waffenkiste bei Munition. Die habe ich alle zercraftet für unsere Gewehre. Ah, okay, na dann kann ich das also bei Munition rein, bei Pistolen reinmachen. Mhm. Bei Munition, okay. Aber Munition ist fast voll. Mhm. Ich würde ja lieber. Dann nimm dir doch mal Munition raus. Machst du bei Waffen rein? Dann gibt's auch. Ja, stimmt. Ich habe auch Waffen. Weiter links müsste Waffen sein, ne? Da ich einen Revolver. Ja, Ah, nee, die Waffenbestandteile kannst du ansonsten auch ins Schiff reinschmeißen. Da sind auch welche drin. Okay, ich habe gerade wieder die falsche Taste gedrückt und ich habe jetzt hier wieder irgendwelchen Mump. Hast du E mit der E? Ja, mit E drücken, ey. Dann müsste man den ganzen Müll raus.
Ach, schrecklich, 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 schrecklich. Muss ich wirklich in der Werkbank bleiben, damit die Sachen hergestellt werden, David? In der alten Werkbank, ja. Boah, okay. Aber warte, ich kann irgendwie einstellen, dass er nicht sortiert oder so weiter. Das ja, ich... unten steht doch Stapeln. Nein, wenn du auf Stapeln drückst, unten rechts oder links, dann. Aber der sortiert nicht nach Kategorien, der schiebt den bloß zusammen. Ja, na, das stimmt. Ich wollte, aber das macht er doch schon mal einfacher. Dass die alle. Ja. Ach so, nee, Quatsch. Heiler, du kannst das Ding hier auch in der Ecke nehmen. Das ist auch eine. Okay. Aber dann mach du das doch, so, ich sortiere also mal noch jetzt, Sachen weg. Du sagst, ich soll hier einfach meine Waffenbestandteile reinschmeißen. Ich habe hier auch noch so ein zerstörtes Raffineriemodul. Soll ich das hier auch mit reinwerfen? In welche Farbe ist das Ding? Schon. Blau, grün oder rot? Rot-Gold. Raffineriemodul 2. Und dann habe ich noch ein zerstörtes Forschungsmodul, Stufe 1. Na, das ist, glaube ich, Forschung ist, glaube ich, grün. Dafür hat Peiler auch jeweils schon Kisten gemacht. Aber du hast es ja hier in dem Inventar im Schiff auch drin. Achso, wenn da was im Inventar drin ist, dann schmeiß es da rein. Das brauche ich gerade zum Craften. Alles klar, du kriegst ganz viel. Und den Konverter, der gute, den muss ich gucken, wo ich den hinpacke, ja? Oder soll ich... Den, weil ich muss mal gucken. Wen braucht denn noch einen Geschützturm? Modul. Nee, das kann ich so herstellen. Selbe Komponente wird zur Herstellung von Stand. Ist denn noch was anderes kaputt gegangen? Man braucht Revolvermunition, um Pistolenmunition herzustellen. Ah, okay. Ah, ein Kraftwerk fehlt uns, oder? Nee, Energie ist voll. Nee. Achso, weil wir die Türme nicht dran haben, genau. Hier irgendwo anders ein Kraftwerk. Hier ist ein Kraftwerk. Hier ist noch Platz. Könnten wir hier Shotgun? Ich mach grad Muni, aber Gewehrmuni kann ich halt so lange nicht machen, wie wir nicht die verbesserte Werkbank haben, ne? Die Werkbank haben wir hier drüben. Das ist hier die Fertigungsstation. Warum haben wir die nicht? Ey, warum noch haben eine. Nicht? Wir haben noch eine. Warum haben wir die? Muss ich nicht? Denn auf Menü drücken? Ja. Jetzt haben wir auch wieder eine normale Werkbank. Cool. Warum habe ich dann eigentlich immer den hässlichen Schraubenschlüssel dabei? Mann, Mann, Mann. Ich muss hier wirklich mal aufräumen. Ich brauche eine neue Kiste. Wie oh eine jetzt. Kleine. Muss man sich 8-mal drehen, damit man die findet. Aber dann ist das halt so. Mal bei Munition. Ich mach mal. Das Shotgun-Munition-Symbol ist normale Muni, ja? Und das... Oh, wie könnte dann die Geschützmunition für den Turm auseinanderhalten? Die Shotgun-Muni-Dinger vom Bild her oder die anderen? Ich denke mal die Shotgun, oder? Das siehst du aber für den Turm... Ja, ich kann es ja mal einem zeigen, wenn er hochkommt. Warte mal, ich sortiere gerade was. So, jetzt ist hier wenigstens Ordnung. Wenn ich im wahren Leben nicht der ordentlichste bin. Hier ist wenigstens Ordnung. Ich bin da. Also, ja. Sensor für 3. Also das hier ist die Munition für die Geschütztürme, wo ich vorstehe. Und das, wo du gerade vorstehst, da kommt... Ich hab schon wieder die falsche Taste hier drückt. Ich komme gleich weiter. Ich packe eh gerade Sachen noch mit rein. Alle schick. Das ist wieder alt drin, ja. Das ist ja schrecklich mit dem E. Achso, hier haben wir noch so ein Package. Mhm. So, haben wir.
Ein bisschen Schrot, die Munition brauche ich noch. So. Okay. Und die Spitz, die Präzisionsgewehrmunition, die müssen wir ja erst basteln. Jetzt habe ich noch ein Kettenteil, ein modifiziertes, und dann habe ich, glaube ich, alles. Oh, ich habe auch eine Ersatzwand an der Tür. Oh Gott, ey. Neben der Tür. Nee. So, haben wir. Kann ich irgendwo einen Schraubenschlüssel loswerden? Ja, hier ganz ich links in der Ecke, wo die Pick. Genau. Ja, genau. Ich stimmt nämlich darin, weil. Ich hatte nämlich irgendwie auch zwei Spitzhacken zu viel, weiß nicht warum. So, haben wir denn einen Geschützturm mit einer Schrotflinte, David? Noch nicht. Dafür müssen wir einmal auftauchen. Okay. Also kann ich die Munition dafür, lasse ich mal ein bisschen was hier drin. Wenn wir bauen, oder wie? Soll ich die alle nach oben packen? Kannst du drinnen lassen. Wie gesagt, ich würde den jetzt eh als nächstes bauen. Gewehrmuni packe ich jetzt auch oben rein bei Munition, ja. Ach, Pistolenturm-Munition. Ich habe mich vorhin voll verlesen. Mit der Pistole und so. Ich bin heute echt ein bisschen. Wohin bin ich? Hey, ich sag dazu lieber nichts. Ich habe heute viel zu viel in der Sonne gelegen. Ich habe da nämlich eine neue tolle Hängewasser. Nee, wie nennt man das? Eine Hängematte fürs Wasser. Hängewasser. Na, wie sagt Wasser, man das? Hängematte, Wasser? Eine Hängematte. Ah, ja, genau. Eine Hängewassermatte. Und da kann man so schön im Pool treiben und chillen. Oh, toll. Endraum. Ja, das war heute meine Beschäftigung. Und ich habe heute mein Board für die Wand vorbereitet. Steht ja vor der Tür, hat der David bestimmt schon gesehen. Ist nicht so übersehen. Kann jetzt die beiden Stangen durchstellen? Wo ist eigentlich die Granate drin vom Bild her? Na, die sind 3,24 Meter genau. So lang bis immer über die ganze Wand. Welche Granate? Nee, alles gut, hab's gefunden. Alles gut, alles gut. Und. Klingelt! Ja, ich komme gleich wieder. Ich würde mal ganz kurz auftauchen. Jo, mach das. Ja, ne, ich bleib hier einfach stehen. Jo. Ich habe oben ein kleines bisschen umsortiert, aber es ist sonst alles beim Alten von den Symbolen her. Also steckt ihr alles gut ein, David, ne? Ich habe viel Munition gemacht, also recht viel. Auf jeden Fall Gewehrmunition sehr viel. Aber Shotgun-Muni kannst du ja auch gerne einen Slot noch mitnehmen oder ganz viel Pistolen-Muni. Heilung ist alles oben. Also theoretisch können wir gleich. Granaten haben jetzt ein extra neben der Munition. Da sind aber auch noch 11 Stück. Mir. Ist ja halt. Wir bleiben hier einfach erstmal stehen. Wenn ich mal kurz pinkel. Wenn das überall klingelt. Dann mal gucken. Sonst bin ich gleich wieder da. Und falls die anderen nicht da sind, tauche ich unseren Wurm wenigstens ab. Klingt nach einer guten Idee. Unser guter Wurm. Wie bitte? Das klingt nach einer guten Idee, ja. Danke. Ich hatte bloß Headset nicht auf. Ist lang. So, neue Trinken am Start. Ich bin wieder da. Sind die anderen auch da? Ich bin da und ich glaube, wir tauchen ganz schnell erstmal ab. Bist du drin? Nee, warte. Ich habe nämlich gerade mal geguckt, die rennen alle zu uns. Aber dann kann man die andere Werkbank doch eigentlich kaputt machen, oder? Oder wegbauen. So, sind alle da, einmal abtauchen. Soll ich die andere Werkbank abbauen, David? Nee, ich habe die auch so hingestellt. Weil die Werkbank in der Ecke, die ist ein bisschen schneller.
Die baut aber. Aber da musst du ja dranbleiben. Nee, das sind beides neue. Die links ist wieder die alte, die funktioniert auch so. Ach ja, stimmt, die ist erhöht. Die ist ja nicht mehr wie eine Werkbank. Genau. Genau, und diese flachen Module, die funktionieren eigentlich nur, wenn wir oben stehen. Ah, okay. Weißt du? Okay. Weil die funktionieren quasi mit den Modulen, die draußen dran sind. Das heißt, wir könnten mehrere quasi Crafting Station hinstellen und dann ist der noch schneller. Ja. Aber das ist halt nur, wenn wir aufgetaucht sind. Ah, okay. Warte mal, ich tausche das mal lieber. So, halte ich das für cleverer. Gut, also ich bin wieder ausgerüstet fürs nächste Abenteuer. Der Rest sollte sonst oben liegen. Ich brauche noch so ein paar Tesla-Dinger, die sind eigentlich ganz praktisch. Brauchen wir Kupferplatten? Haben wir schon wieder keine kupfernen Platten? Na, muss mal gucken. Oben liegen vielleicht 9 oder so drin. 2, dann stelle ich mal hin. Nee, bist du am richtigen Links gewesen? Na, da wo die Kupferplatte drauf war. Ah, okay. Denke, das war die richtige. Na, weil ich es umgebaut habe, weißt du? Damit wir mehr Platz für die Waffen und die Munition haben. Ohre haben wir noch 14, Schrauben haben wir noch 2 und oben lang auch nicht mehr so viele. Kann man noch schauen. Ne, soll ich dir, ja, 3 nur. Also ist wirklich, da oben ist nicht doll. Naja, stell von allem nochmal ein bisschen was her. Wir haben ja genug Kupfer, ist ja nicht so, das war. Achso, wir könnten. Was ist das hier eigentlich für ein Ding, David? Das habe ich mich auch schon gefragt. Also steht Rüstung, Reparatur. Ja, hat meine Rüstung also repariert. Ja, ja. Nice. Macht das, was es soll, würde ich sagen, ne? Die Frage, ob dafür Rüstung. Weiß ich dadurch, dass wir so eine Mützen aufhaben und so, muss ich immer so ein bisschen nordisch sprechen zwischendurch. Das ist voll komisch. Erinnert mich so an Half-Life 2, die Fischer, die da, wenn man aus dem ersten Gebiet so raus ist und doch frei rumfahren kann mit diesem Overcraft. Naja, ist ja keins, also ist ja kein Luftkissenboot, aber hier. Wie heißen denn diese Boote mit dem großen Ventilator hinten, David? Die Boote mit dem großen. Achso, du meinst hier Luftschiffe. Nee, nicht die sich aufpumpen, nur ein Ventilator hinten, die man so im Sumpf hat. Den man immer im Sumpf hat, ja, ja, genau. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie die heißt. Oh, ein Luftkissenboot, die haben doch trotzdem unten drunter. Nee. Achso, nee, Quatsch, diese. Na, ja, okay, stimmt, die haben ja unten Metall, die aufreißen. Genau. Ich glaub's auch in GTA. Ja, aber keine Ahnung, wie die heißen, Digga, sorry. Wir sind zu doof dafür. Ja. Aber ist ja auch egal. Ich will raus, ich will ballern, ich will machen, ich will tun. Aber der Vulkan bricht gleich aus. Ja, das war ja ein bisschen wahr. Was ist eigentlich das hinten in der Kajüte für ein Teil? Das ist ja das noch verbesserte, oder? Nee, das ist ein Recycler. Ah, das ist der Recycler. Alles klar. Ja, den kriegen wir hier unten nicht mehr hin. Denn sonst. Doch. Wir hinkriegen, da wo Lars steht. Ja, aber brauchen wir aktuell nicht. Und ich glaube, in die Ecke gelaufen habe ich gleich noch irgendwas anderes. Ist mir egal, ich mach's jetzt trotzdem. Sonst bauen wir noch mal um. Nee, es passt nicht, hast recht. Weil Lars da steht. Lars. Du hast den ganzen Spaß. Aber gibt keinen Platz. Ich warte, bis Lars weg ist. Weil eigentlich sollte er. Alter! Weil es kam das erste Mal Spiegeleffekt ganz okay. Zwar tust du gleich Billo, aber. Ja, ich. Aber ihr kennt es doch bei den Spielen. Spiegel sind immer so ein Ding, Alter, in Games. Du, ich hab's, falls ihr es euch angucken wollt, Shorts bei TikTok oder bei YouTube findet ihr das eher unter S&G präsentieren. Da habe ich recht am Anfang einen Spiegel gehabt bei Dead Island 2. Und das ist ja eigentlich wirklich recht gutes Spiel und so, aber die haben halt die Spiegelung gar nicht mit reingemacht gehabt. Das war alles flach wie auf der Wand gedruckt. Die Möbel, die im Raum stehen. Und man hat sich selbst auch nicht gesehen. Aber in dem Fall konnte ich mich sehen, da war ich da echt perplex. Ja, das war, naja, klar.
Nee, aber Lars kommt wohl nicht so schnell. Dann stelle ich das Ding wieder zurück. Oder ich stelle es da rechts gleich an die Wand. Steht's da jetzt? Sonst alleine losziehen, David? Trauen wir uns dazu? Ich habe auch Granaten bei. Also ich habe 5 Granaten bei. Oben sind sonst auch noch Granaten, wenn du was brauchst. Ja, hier sind jetzt 2 Schiffe sogar. Ja. Reicht doch erstmal eins, oder? Ja, in der Bubble hier. Ah, okay. Das meinst du. Links oder rechts ab. Oh, müsst ihr da jetzt sehen, Leute, Nova. Die wälzt sich hier gerade neben mir auf dem Bett. Ja, mein Schatz. Ja, da freust du dich. Ja. So knuffig, das Mäuschen. Also ich kann bloß jeden empfehlen, der Depression hat oder so. Oder meinetwegen... Auch glückliche Menschen dürfen gerne mal einen Hund besitzen. Ja. Aber da ist ein Tier nochmal was ganz anderes. Ich meine, da kann ja jeder machen, ja, wie er mag. Man muss ja keinen Hund haben. Man kann ja auch eine Katze, einen Vogel, eine Ratte oder Pferd oder keine Ahnung. Meerschweinchen. Ja, da gibt ja so viele Hasen. Jusen. Eine Schlange, wenn man sich damit beschäftigt. Jusen zu halten ist mega schwierig. Nee, also würde ich mir nicht zutrauen. Ist ja, da schafft euch lieber 5 Kinder an, bevor ihr euch einen Jusen anschafft. Ja, Mann. Hast du alle, David? In welche Richtung wollen wir? Ich bin, okay. Also nach vorne und nach links. Zwischen den beiden Lava-Dingern durch. Okay. Ich hab schon mal einen Plan, ich warte hier auf dich. Kam noch eine wichtige Nachricht drin? David ist da. Schön, wir können. Mal meine Frau nachher fragen, auf jeden Fall, was im Krankenhaus zu essen ja und ob sie das gut fand. Ja, da vorne sind Gegner, David. Daneben. Daneben? Alter, 3 Schusstreffer tot. Ja, habe ich gesehen. Aber irgendwie, ich habe keinen Hitmarker bekommen, David. Und ich würde jetzt drauf schwören, dass ich eigentlich drauf war. Zumindest von den 3 Schuss bei 2. Oder du hast sie wirklich ein paar Zehntel früher erschossen als ich und dadurch ging mein Schuss daneben. Das könnte ich mir auch vorstellen. Kann sein. Gut, dann mache ich mal eine Ansage, auf welche ich schieße. Wenn ich was sehe. Daneben. Hast du? Ey, hab ich. Nee, das gibt's nicht. Geht da daneben. Oder es hat was mit der Lava zu tun. Turm, komm zurück. Oder geh dahin. Er schießt ja auf dich. Nein. Ich war fast in die Lava gefallen. Pass auf, links hinter dem Hügel kommen welche rüber, ja, David. Nein, komm zurück zu mir. Hier ist perfekt. Hier trifft mich auch nichts. Okay. Aber jetzt kommen die alle zu dir. Daneben. Oh, hier ist der Panzer. Okay, ich muss wieder ran. Komm zu mir. Ja. Ich hol mal die Granaten raus. Ich hab keine Granaten da. Hab ich dich noch gefragt? Dachte ich das nicht. Achso, wenn du die Granaten oben auf den Tisch schmeißt, dann genau, schießt es nicht mehr auf uns. Ich hab noch keine mehr. Hier hinten auf die Lichter schießen, David. Da kriegst du rote Hitmarker. Ja, zurück. Okay, mit dir. Okay. So, ich weiß erstmal auf die Kammer. Genau. Lass Picke. Vorrennen, Picke. Achso, nicht Panzer, ja? Eben nicht Panzer, einfach Panzer ignorieren. Den können wir auf dem Rückweg noch holen. Okay. Aber ehe die hier wieder abhauen, würde ich hier jetzt auf der. Ich muss mir mal neue Rüstung geben. Ich glaube, rechte Seite die Tür ein. Ja, ich komme gleich dazu. Erstmal Rüstung und heilen. Bevor alles nachgespawnt.
Okay, bin da. Da ist die Tür offen, David. Bleibt die offen? Bleibt offen. Okay, rein, alle Geschütze erstmal kaputt machen. Ich hab die Shotty. Ist hier oben was? Ne, das ist ein Ding. Gut, haben wir. Haben wir. Wir haben ja die Muni. Gut. So, jetzt einfach die Wände weg. Achso, ne, erstmal. Erstmal. Okay. Da war ich schon, David. Nee, warst du nicht. Okay. Hier war noch ein Frachtraum. Picke. Gib mir die Picke. Schilder aufbauen, das geht schneller. Oder wo es leuchtet, drin ist. Die was? Wenn du so bei so einem Modul bist, die haben immer so eine Lampe oben. Mhm. Wenn du da aufbauen, geht es schneller. Okay, ich hab explodiert draußen. Das ist der Panzer.